Kapitel 2. Ein Zeichen des Feuers. Sie bauen also Schiffe wie Ihr Vater. Nun, die Königin benötigt Schiffe. Aha. Viele Schiffe. Ihre Majestät zu unterstützen, wird dabei helfen, die Vergangenheit zu überwinden. Ja, und wenn ein Auftrag für die königliche Flotte und in solchem Umfang. Eine seltene Ehre. Die nötigen Waffen stellen ein Problem dar. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir ein Eisenlager haben. Ja. Das Eisen ist außer Reichweite. Richtig. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Dynamit? Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. Sag ich doch. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Wenn der Weg zu Ditchwaters Eisenvorkommen freigesprengt werden soll, müssen zuerst diese aufgegebenen Tunnel mit Gerüsten abgesetzt werden, bevor Sprengladungen angebracht werden. Ja, bekommen wir hin. Mach. Achso. Kein Lagerhaus in Reichweite. Hier ist sowas. Das reißen wir mal wieder ab. Dann setzen wir da ein Lagerhaus hin. Da. Fehlende Waren. Die kommen ja jetzt aus dem Lagerhaus, die fehlenden Waren. Bier. Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Ach so? Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Eine Produktion wurde angehalten. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Wormways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Das ist schlecht. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also, die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates, Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung.
Das heißt, ich muss Thomas jetzt freikaufen. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Tja. Wo ist er denn? Ich behaupte ja nicht, dass ihr Vater kein Verräter war, aber... Aber? Auf spektakulärste Weise. Ich würde alles tun, um dieser Tretmühle zu entkommen. Aber nein, ich bin nicht der, den sie suchen. Schade für dich. Ich kann nur zu gut verstehen, dass sich ihr Vater seinem Schicksal ergeben hat. Samuel? Kenn ich nicht. Ich verfolge schon seit 15 Jahren in diesem Loch. Flucht? Wohin denn? Zu Edwards Karikatur von Bright Sands? Springmeister, ich könnte ein komplettes Frühstück vernichten. Ich finde ihn nicht. Ich musste mal Mr. Bleakworths schorfigen Rücken schrubben. Samuel Goods Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Ja, ich will das wissen. Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage. 5.000. Ich brauche den guten Mann. Das Schlimme ist, er ist halt noch nicht mal frei jetzt. Er ist nur... Weshalb nicht ein wenig vom täglichen Wahnsinn abgeben? Was? Geh weg. Ihre Weigerung ist höchst verdächtig. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Ich muss erstmal dahin schiffern, oder? Ach. Ich warte noch auf den großen Knall. Ja, warte ich auch. Aber erst brauchen wir Samuel. Samuel? Thomas? Wie hieß er jetzt? Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich bin hier falsch. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Okay. Und ab geht die Post. Reizend, dich hier zu treffen, Schätzchen. Ein kleiner Rat. Pass immer gut auf dich auf. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. Jetzt aber. Was haben wir denn hier? Irre O'Mara. Ich zeige dir, wie man es weit bringen kann, Schätzchen. Wie weit hast du es denn gebracht? Suchst du die Taubennester? Die sind nicht so... Bist auf jeden Fall schon weiter fortgeschritten als ich. Jetzt das Schiff.
Da ist er ja. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Einen ersten guten Eindruck. Ja, dann ab ins Wirtshaus. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. So wirst du bei mir auch behandelt. Ich weiß nicht genau, was sie da vorhaben. Aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Das ist richtig. Ich will da aber nur, dass du dieses Ding hier wegspringst. Ich habe eine Insel entdeckt. Aha. Ob ich nun für Sie oder für Eli Löcher buddle, was macht es für einen Unterschied? Holen Sie das Treibgut. Oh. Oh, oh, oh. Hier hin. Schnell. Mit Bright Sands können Sie niemals gleichziehen, egal wie sehr Sie sich abrackern. Der ist aber griesgrämig. Ach, hier unten ist das, okay. Na gut, das dauert ein Weilchen. Nicht genügend Arbeitskräfte. Das wahre Glück auf Erden. So, einer noch. Es wurde eine Insel entdeckt. Wo denn? Die kennen wir doch schon. Diese hier. Ja. Erledigt. Dann zünden wir das Ganze. Und alles ist glücklich. Und schaut zu. Wer sind all diese Wichtigtuer? Eine kleine Sprengung kann ja nicht so kompliziert sein. Eine Schande, dass sie das hierzu nötige Handwerk nicht zu schätzen wissen. Ganz gleich. Die Ladungen sind angebracht, das Gebiet abgesichert. Wir sind bereit zur Sprengung. Ich weiß das doch zu schätzen. War nicht so griesgrämig. Wenn es nach mir ginge, würdest du in irgendein Haus bei mir einziehen? Mit deiner Frau und glücklich werden. Ha! Das war wirklich beeindruckend. Ich frage mich, ob es irgendetwas gibt, das Dynamit nicht aus dem Weg schafft. Tada! Eine besondere Ausgabe aus ganz besonderem Anlass. Ich frage mich gerade, wie viele Hoppelhasen wir in die Luft gesprengt haben. Nun gut, explosive Entwicklung. Großer Knall in den Bergen sichert ambitionierten Gutgeschwistern wertvolles Eisen für angehende Kriegsschiffsproduktion im Auftrag der Königin. Kriegsschiffe. Eisen zu Stahl und Stahl zu Waffen. Dann haben wir unseren ersten königlichen Auftrag erfüllt. Ich bin nicht ganz so glücklich damit, dass wir primär Waffen herstellen. Erstmal diese Mine. Es gab eine Chance, als ihr Vater noch lebte. Wozu das Ganze unnötig hinauszögern, jetzt, da er weg ist? Es vielleicht noch eine Chance gibt? Wenn ich das Erbe meines Vaters antrete? Ach schau, man kann es auch einfach per Drag and Drop verschieben. Das ist schön. Das macht das Ganze einfacher.
Ist das nicht komplett verbunden? Kann das sein? Ne? Tatsache. Was denn du? Jetzt. Piratenkanonenboot. Willy Wibblesock. Bin zu Geld gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Für dich gerne Willy, wenn du magst. Willy Wibblesock stellt sich vor. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Nein. Ich habe das mit meinen eigenen Händen aufgebaut. Das alles, okay. So, jetzt habe ich hier dieses... Das treibt gut. Sind Seeminen. Okay. Da fehlt noch einer. Jetzt. Und zurück. In der Hoffnung, dass ich nicht unterwegs angegriffen werde. Die Troller, die macht mir etwas Angst. Die schaut schon so grimmig aus. Willkommen im Emporium Exotique. So, weiter geht's. Seid ihr alle glücklich? Oh, der Fisch geht zur Neige. Der Fisch geht zur Neige. Dann. Ich wüsste halt auch gerne, wie eng ich das nebeneinander bauen kann. Ohne dass die sich... Wir stecken hier viel her. ...gegenseitig beeinflussen. So, wie dem auch sei. Wir werden beobachtet. Ja, von mir. Als nächstes brauchen wir eine Köhlerei. Das ist jenes. Ach, ja. Holzkohle. Kommst du dorthin? So. Ist der jetzt wieder auf 100%? Nö. Kann ich dich irgendwo hin verschieben, damit das besser wird? Nein. Schade. Als nächstes einen Hochofen und dann ein Stahlwerk. 30, 15, 30. Oh, das sind aber viele Bauarbeiter, die ich da brauche. Also nicht Bauarbeiter, Arbeiter. So.
Sie versuchen es zumindest. Ich weiß, dass auch Samuel niemals aufgegeben hätte. Ach, dann wird er schon freundlicher. Ich brauche unbedingt mehr Häuser. So. Genau. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen um. Und der Fisch geht böse zur Neige. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Ja, Palladrio, das macht mich froh. Komischer Kauz. Ab nach Hause. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Nein. Für dich nicht. Sie wollen sich da rauswinden? Ja. Handel und Industrie. Ach, ich habe das gar nicht gebaut. Ich Vollpfosten. Und einen Schoner. Den soll ich ja verkaufen. So. Machen wir das mal. Arbeitskraft kritisch. Ja. Hat er recht. So. Irgendwo muss man ja anfangen. Bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Holen Sie das Treibgut. Das mache ich. Das ist auch nicht so weit weg. Es brennt. Schon wieder. Wo sind bloß meine Kinder? Hoffentlich nicht hier drin. Die Taschen auf den Boss. Es ist keine Schande, Waffen herzustellen. So sie der Verteidigung des Empire dienen. Da hast du recht. Verteidigung, ist das okay? Solange man das Richtige verteidigt. So, Taschenohren. Ja.
fehlt einfach nur ein Arbeiter. Wie schaut es hier hinten aus? Nicht genügend Arbeitskräfte, ja. Das ändern wir ja jetzt. Ah, komm. Gut, gut, gut. Das will nicht. Das will auch nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das weiß ich doch. Gebäude wurde freigeschalten. Eine Schule. Sehr gut. Kommt neben die Kirche. Ach so. Da braucht es so etwas. Und ich das einmal sehe, brauche ich ja dann nicht mehr einkaufen. Jenes hier. Wie mache ich denn das? Hier? Ja. Kein Handel. Genau. Theoretisch könnte ich ja Bretter verkaufen. Dann haben wir mehr als genug. Genau. Auch die können wir dann irgendwann verkaufen. So. Da wird sich der Willi freuen, wenn wir die ganzen... Soll ich schon mal einschenken zum Anstoßen? Ja, gerne. Du hast einfach den Dreh raus. Ja. Aufgabe. Wenn Sie sich jetzt dranhalten, sind Sie zum Tee zurück. Und Abmarsch. Zerstören Sie... Die Fregatte, wie soll ich denn das anstellen? Jetzt, weil ich keine Kanonen und kein Nichts habe. Das wird nichts. Du hast das Potenzial und ich weiß es zu nutzen. Mhm. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Holen Sie von Omaras Leuchtturm ab, geht sie nichts an. Okay. Das heißt, die Trolle hat mehrere Inseln?
Also wenn da irgendwo im Wasser noch so ein Leuchtturm ist. Was haben wir denn hier? Meins? Ja. Ein Bergmann. Schön. So, während die Fregatte da hin und her schippert, baue ich noch mehr Häuserchen. Ja. So. Und so. Das ist blöd, was ich hier mache. Ich bin stinkt. Das bedeutet uns. Was hat sie denn? Ja, ich bin ja dabei. Ich weiß, hier fehlen. Deswegen. Hier. So. Das dauert noch. Noch mal drüber schauen? Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, egal was, sagen Sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Senfhausen ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln, äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Neue Gesellschaft schlägt Wurzeln. Ich bin kein großer Redner. Meine Stimme klingt besser, wenn man sie druckt. Ja. Grumpy Bratwurst besiedelt die erste Insel, ein Keim, der sich hoffentlich zu einem großen Baum auswächst, der goldene Früchte trägt. In unserer historischen Ausgabe stellen wir die Gesellschaft vor und freuen uns, wer weiß, wie lange die Freude anhält. Ja, hoffentlich für immer. Alternativ Kriegsausbruch zwischen Rivalen, das bringt nichts. Zufriedenheit oder Aufstandswahrschein. Aufstände? Eieiei. Was kann ich hier noch machen? Mehr Einnahmen? Mehr Einnahmen sind gut. Die Leute nicht zwischen den Zeilen. Kaufen. Wenn wir etwas kaufen, macht uns das glücklich. Also kaufen Sie jetzt und vermeiden Sie es, Ihre Herzallerliebsten später zu enttäuschen. Wer weiß, Sie könnten morgen einen Unfall haben. Also geben Sie das Geld aus, als sei heute Ihr letzter Tag auf Erden. Das klingt gut. Öffentlich. Gut, das Puzzle setzt sich zusammen. Okay. Und jetzt liefere 10 Tonnen, geht sie nichts an. Mache ich das doch. Sind das eigentlich die beiden hier, die sich bekriegen? Wo sehe ich denn das eigentlich? Gibt's doch garantiert irgendwo ein
politische Übersicht. Machen wir kurz Pause. Naja, da kann ich nichts klicken. Okay, das ist blöd. Tageszeiten? Nein. Online-Status auch nicht. Das wollen wir nicht. Dann mache ich eben diese Bevölkerung. Ich fahre gerade nach Hause. Nee. Einfluss? Nee. Ups. Schiff vom Stapel gelaufen. Bauernhausfeldweg. Nee. Muss ich erst jemand... Meine Vögelchen hätten das längst erledigt. Wo ist denn mein Schiff? Ach, zur Stelle. Der Stachelrochen. Propaganda. Achso. Nee. Hier sehe ich doch garantiert irgendwo. Nein. Was du heute kannst besorgen, die Schuld ist hiermit beglichen. Sehr schön. Es gibt keine Diplomatieübersicht. Also, anders gesagt, ich bin mir sicher, dass es diese gibt. Aber ich finde sie nicht. Eine Inspektion. Ja, das haben wir. Jetzt brauchen wir eine Kanonengießerei. Da. Ich ertappe mich dabei, zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Aha. Steigern die Attraktivität. Ja, ist doch toll. Die ist aber groß. Wenn wir hier Platz haben, setzen wir das doch einfach dahin. Besondere Ornamente. Das Anno 1602 denkbar. Oh, das muss sein. Das Spiel habe ich gespielt bis zum Umfallen. Ubisoft Club. Oh, zu groß. Auch zu groß. Weg. Ich habe eine glückliche Bevölkerung. Sehr toll. Oh, und die Bilanz, die geht aber nach oben. So, das hätten wir. Und dann kann ich jetzt dann bald sowas hier bauen. Und dann könnte ich damit die Fregatte zerstören. Aber ich glaube, die Zeit reicht nicht aus. Einsatzbereit! Ein Bergmann.
Steuerung Doppelklick. Ja. Und ein Metzger. Wo rüste ich die jetzt aus? Ah. Nee. Hier nicht. Das war ja nicht auf das Schiff, da kommt er gerade her. Komm mal weg. Kann es sein, dass der hier hin muss? In der Handelskammer wird er ausgerüstet. Habe ich nicht. Kann ich, glaube ich, auch nicht bauen. Oder? Lagerhaus, Bauernhaus, Marktplatz. Nö. Kontor. Nö, dann noch nicht. Polizeiwache. So. Hopfen kann ich hier nicht anbauen, das heißt, das bringt mir schon mal gar nichts. Schade. Ja. Das da brauchen wir dann auch noch. Sieht das zeitlich aus? Eine Minute 30, ja. Kann ich? Ei! Ich möchte... Nicht überboten. Um Gottes Willen. Neue Befehle? Breitest dich aber ganz schön aus. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Okay. Es ist nur ein kleiner Gefallen. Gleitschutz. Mit einer Fregatte oder was? Wir helfen, wo wir können. Bauen wir erstmal die Schule. Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. So. Ich hoffe, ich übertreibe es jetzt nicht. Ich
Ich weiß halt auch nicht, ob die unglücklich werden, wenn sie keine Arbeit haben. Drei von sieben. Fehlende Ware. Irgendwas fehlt immer. Ein Holz. Was führt sie zu uns? Kein Getreide. Okay. Dann. Komm mal hier weg. Bauen wir mal noch eine Getreidefarm. Hier, sowas. Anstrengend. So. Schaut's aus. 5 von 7. Haben wir mal noch diese Mine? Warum nicht? Wir haben genügend Arbeiter. Sekunden 30. Das heißt, pro Hochofen brauche ich eine Köhlerei. Machen wir das doch. Ja. Ein Stahlwerk. So. Nicht genügend Arbeiter. Wer hätte das gedacht? Die Ernte fährt ein. So. Eine Kanone. Ah, nette Frau. Hat gehandelt. Hier fehlen die Rohstoffe. Wie kann denn das sein? Kommt er doch. Kanone ist zumindest schon mal fertig. Muss nur noch abgeholt werden. Ah, das wird nichts. Mit der zu zerstörenden Fregatte hier. Das dauert ja garantiert auch noch 3 Minuten, bis das Schiff dann gebaut ist. Und dann muss ich noch darüber schippern und abschießen. Das. Ah. Ärgerlich.
So. Wir brauchen mehr Arbeiter. Endlich gibt es wieder was zu essen. Was heißt hier endlich? Ich habe die ganze Zeit was zu essen. Der Schnaps geht zur Neige. Um Gottes Willen. Schnappes. Wir brauchen mehr Kartoffeln. Ja. Nicht genügend Bauern. Ich glaube, das sollte ausreichen. Kanonenboot ist auch gleich fertig. Arbeitskleidung geht zur Neige. Uiuiui. Schiff vom Stapel gelaufen. So, jetzt aber schnell. Ei. Sie können Ihren Vater nicht zurückbringen, aber Sie können seinen Traum leben. Hierhin. Steuermann! Nein, hier hin. Abschießen. So, jetzt kümmern wir uns um die Arbeitskleidung. Hier kommt ja ein Silo hin, genau. Nein! Wie schaut's denn mit dem Wolle aus? Reicht die? Ja. Kann ich vielleicht noch so eins hier hinsetzen? Nicht dort, aber vielleicht woanders hier. Den Wolle habe ich genug. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Wie schießt der zurück? Flotte erwartet Befehle.
Noch geht's, aber wir laufen langsam voll Wasser. Ja, weg. Rückzug. Nein. Ein Schiff wurde zerstört. Verdammt. Nee. Das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß. Sie haben nichts erreicht. Ach, herrje. Und Ihre Majestät fragt täglich. Tut mir leid. Kann ich noch immer anbauen? Ach ja, ich habe ja hier oben diese... diese zwei Fabriken gebaut. In der Transporter. Ich frage mich jetzt halt wirklich, wenn ich noch ein Kanonenboot baue und dieser Dame da Geleitschutz gebe, ob ich dann das nächste Schiff verliere. Ich befürchte, für zwei Kanonenboote wird mir die Zeit nicht ausreichen. Gehen zur Neige, das passt. Das nimmt noch immer ab. Kann ich hier so einen Überblick behalten? 33. Hier mal noch die Kanonen, da muss ich nicht immer nachschauen. Ja. Wir benötigen ja 7 Stück davon. Der Boss. Vierunddreißig. Ich glaube, jetzt passt das wieder. Na komm. Klick, 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 klick.
War noch einer unterwegs? Ich habe ihn noch gesehen. Ach, das ist ja ein Stahlwerk. Ich habe ja noch gar keine zweite Kanonengießerei. Na, ich hatte das nur vor zu bauen. Stimmt, ja. So. Ach, die brauchen ja gar keinen Stahl. Also doch, Stahl, aber keine Stahlträger. Wir machen hier nichts mehr, so wie Sie es gesagt haben. Kostet nichts, braucht kein Arbeiter, sehr gut. So, jetzt aber. Von mir aus freigegeben. Mhm. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Stadt wird hässlicher. Nee. Lektorieren. Die Menschen lieben sowas. Kaufen, kaufen, kaufen. So. Die Bevölkerung ist zufrieden, aber nicht glücklich. Warum nicht? Schnapsmangel, ja. Schnapsmangel. Die Bude hier ist in Ordnung, bis auf den Schimmel an den Wänden. Was? Gut, aber das Schnapsproblem sollte ich doch gelöst haben, oder? Oder auch nicht. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das reicht leider nicht. Dann brauchen wir noch mehr Schnaps. Schiff vom Stapel gelaufen. Ah, sehr gut. Lotte bereit. Euch alle geben der guten Dame Geleitschutz. Lotte segelt in Formation. In der Zeit kümmern wir uns um den Schnaps. Genügend Arbeitskräfte, natürlich.
Besser geht immer. Sind Dingel die wirklich rum, weil ich... Hier ist jeder Tag auch ein Markttag. Sie gesteigert hatte. Wo habe ich denn das gemacht? Ja. Tatsache. Irgendwas fehlt immer. Vielleicht sollte ich hier hinten noch einen Holzfäller hinsetzen. Hier so zum Beispiel. Es mangelt die ganze Zeit an Baumstämmen. Kann ich hier das nächste bauen? Ja. Ach schon, jetzt sind sie glücklich. Erhöht die Lagerkapazität auf der Insel. Mhm. Schutzstellung, Kanonenturm. Ich bin Prinzessin Xing. Wenn es nicht unhöflich ist... Ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in Ihrer Welt. Aha. Hallo, Frau Xing. Ich glaube, das hat jetzt nichts gebracht. Kostet nur Münzen. So, sind wir jetzt irgendwann mal hier angekommen. Das wird schon wieder furchtbar knapp. In diesem Traum besitzen wir alle nur den Splitter einer Welt. Umweltverschmutzung und Unorte. Aber die sind doch alle weit weg.
Schiff vom Stapel gelaufen. Der Falke ihr Vater ist bereit. Hatte den gleichen eisernen Blick. Mhm. Hatte er das, ja? Halt! Flotte beginnt Geleitschutz. Was ist mit meinem Gefallen? Ja, bin noch da. Begleitest du mich ein Stück, Schatz? Ja. Stillgestanden, der Admiral. Die schießen alle. Ah. Formation einnehmen. Was? Hinterher? Flotte erwartet Befehle. Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Normalerweise läuft die Zeit immer noch ab. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Wir spielen seit 2 Stunden. Das nehme ich doch einfach mal als Anlass, um diese Folge zu beenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte ein Däumchen da. Wenn ihr mehr Anno 1800 in Zukunft sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl.